Hallo, in diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr Brüche in Dezimalzahlen umrechnen könnt. Brüche ist vielleicht teilweise noch neu für euch, aber ich will trotzdem die Übung mit euch jetzt einfach mal durchmachen. Ich denke, ihr versteht es schon im Laufe der Zeit. Also fangen wir mal mit dem Bruch 1,5 an oder 1 durch 2. Und wenn ihr das in eine Dezimalzahl umschreiben wollt, könnt ihr einfach die ganz normale Methode nehmen und die Division durchführen und schreibt jetzt hin 1 durch 2, es ist genau das gleiche, nur anders geschrieben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann ich das jetzt eigentlich rechnen? 1 ist doch kleiner als 2, also wenn ich jetzt versuche, hier die 2 in die 1 irgendwie, passt da nicht rein. Was ihr da als Trick machen könnt, ist, ihr schreibt die 1 einfach um, und zwar als Zahl mit Kommastellen, also 1,00 zum Beispiel, können wir ja machen, und teilt die dann durch die 2, ist immer noch genau das gleiche. Was strikt genommen sich eigentlich nur geändert hat, ist die Präzision in der Nachkommastelle, aber die 1 ist immer noch die 1, das heißt, das könnt ihr jetzt so rechnen. Und dann gehen wir vor, wie sonst immer auch. Zuerst fragt ihr euch, wie oft geht denn die 2 in die 1? Überhaupt nicht. Also 0 mal. Ja, wenn Kommastellen im Spiel sind, dann muss man immer aufpassen und die einzelnen Stellen tatsächlich auch immer hinschreiben. Das heißt, die 2 geht in die 1. Ich nehme mal hier eine andere Farbe. 0 mal. Und dann muss ich auch schon mein Komma hinschreiben, weil ich jetzt quasi über die Kommastelle drüber springe in die nächste Stelle. Und dann frage ich mich, okay, wie oft geht denn die 2 in die 10 mal rein? Und das kennt ihr ja aus eurem 1x1. 2 mal 5 ist 10, das heißt, die 2 geht 5 mal in die 10 und 5 mal 2 ist 10, kann ich hier unten drunter schreiben. Und dann ziehe ich das voneinander ab und das ist genau 0. Und da kommen auch nur noch Nullen, das heißt, da sind wir schon fertig. Das heißt, unser Ergebnis von 1,5 oder 1 durch 2 ist 0,5. So, jetzt machen wir gleich das nächste Beispiel. Und ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend für dich. Also nehmen wir noch einen ziemlich häufigen Bruch, nämlich 1/3 oder 1 durch 3. Also auch das kann ich als 1 durch 3 schreiben. Da habt ihr aber genau das gleiche Thema wieder. Die 1 ist zu klein, da muss ich noch irgendwas tun. Das heißt, was du machen kannst, ist einfach 1,000 durch 3. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal 3 Nullen. Ihr könntet hier auch mehr hinschreiben oder weniger. Ihr könntet die auch weglassen und im Laufe dieses Teilens und Zurückmultiplizierens und Abziehens reinnehmen. Das macht es vielleicht aber ein bisschen verwirrender. Deshalb schreiben wir es einfach vorab mal hin. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur wissen, die 1 ohne Nullen oder ohne Nachkommastellen und mit Nachkommastellen ist immer noch die gleiche Zahl oder immer noch die gleiche Größe. Das heißt, 1,000 durch 3 rechnen wir auch wieder. Wie oft geht die 3 in die 0? 0 mal und dann kommt auch schon das Komma. Das heißt, hier mache ich das Komma hin. Und wie oft geht die 3 in die 10? Geht 3 mal rein. 3 mal rein. Und 3 mal 3 ist 9. So, und jetzt ziehe ich das ab. 10 minus 9 ist 1. Ziehe ich die 0 runter. Ah, und da steht schon wieder eine 10. Schauen wir mal, was das hier für ein Muster ergibt. Und wie oft geht die 3 in die 10? Die 3 geht in die 10 dreimal rein. 3 mal 3 ist 9. Und wenn ich das voneinander abziehe, kommt wieder 10 minus 9 ist 1. Und die 0 runtergezogen ist schon wieder 10. Das heißt, dies scheint sich hier immer wieder zu wiederholen. Und das ist jetzt in der Tat auch so. Ich könnte jetzt hier weiter teilen. Und es hört nie auf, weil der weil 3 mal 3 ist immer 9, da bleibt immer ein Rest von 1 und dann ziehe ich die 0 runter, es kommt immer wieder 10 raus. Das heißt, es geht unendlich sofort. Das heißt, hier schreibe ich auch im Endeffekt unendlich viele 3 hin. Und
Da man als Mensch das nicht alles hinschreiben kann, so viele Nachkommastellen, hat man sich da auf eine Schreibweise geeinigt und dieses unendliche Fortsetzen nennt man einfach Periode. Das heißt, du kannst auch anstatt 0,333333 unendlich, kannst du auch schreiben 0,33 Periode. Und das ist so ein Überstrich, den du oben drüber schreibst. Das heißt, dieser Strich bedeutet, was unter dem Strich steht, wird quasi unendlich wiederholt. Du könntest, soviel ich weiß, auch 0,3 Periode schreiben. Das heißt, auch die 3 wird unendlich wiederholt. Aber strikt genommen könntest du auch 0,333 schreiben, Periode. Ist im Endeffekt, soviel ich weiß, alles korrekt. Das heißt, das bedeutet nur, dass die Dreien sich unendlich wiederholen. Also ein Drittel oder 1 durch 3 ist 0,33333333 unendlich oder 0,3 Periode. Gut, machen wir noch ein anderes Beispiel. Welchen Bruch nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir mal 17 durch 9 und dann sagst du dir, aha, das könnte vielleicht ganz gut gehen. Die 17 ist nämlich größer wie die 9. Vielleicht kommt da was raus, was größer ist wie 1. Lass uns das mal schauen. Also 17 durch 9 ist gleich. Also zur ersten Frage, wie oft passt denn die 9 in die 17 rein? Also mindestens einmal. Und 9 mal 2 ist 18. Das heißt, das passt nicht zweimal rein, sondern nur einmal. Also 1 einmal 9 ist 9. 17 minus 9 ist 8. So, und jetzt bin ich ja noch nicht fertig und jetzt kann ich, das habe ich vorher jetzt nicht gemacht, das hätte ich aber machen können, das kann ich aber jetzt auch im Nachhinein. Jetzt kann ich hier quasi eine Komma 0 dazu schreiben oder mir dazu denken, also im Endeffekt ziehe ich mir jetzt einfach hier diese 0, eine neue zusätzliche 0 runter. Das Einzige, worauf man hier wirklich achten muss, sobald ich das mache und sobald ich hier eine Komma 0 hinzusetze, an dieser Stelle muss ich hier auch mein Komma setzen. So, und jetzt kann ich wieder rechnen. Wie oft passt denn die 9 in die 80 rein? Ja, und die passt hier 8 mal rein. Und 8 mal 9 ist 72. 80 minus 72 ist 8. So ist 8, jetzt könnte ich mir wieder eine imaginäre 0 von oben runterziehen, dann kommt schon wieder 80, das heißt, in die 80 passt die 9 8 mal rein, 8 mal 9 ist 72, das voneinander abgezogen ist 8, ich ziehe mir wieder eine 0 runter und so weiter und so fort, das heißt, es geht auch unendlich weiter, das heißt, ich habe schon wieder eine Zahl, die sich unendlich wiederholt, das heißt, unser Ergebnis hier ist 17 durch 9 ist 1,8 Periode. Könntest auch schreiben 1,88 Periode. Was du auch machen kannst, ist übrigens an der Stelle runden. Das hängt dann so ein bisschen von der Aufgabe ab, die dir gestellt wurde. Also meistens wird dir dann gesagt, auf wie viele Nachkommastellen genau du rechnen sollst oder ob du runden sollst. Wenn wir zum Beispiel an der zweiten Nachkommastelle runden sollen, dann wäre das Ergebnis 1,88888 und 88 aufgerundet ist dann eben 89. Da muss man eben aber dazu sagen, dass das tatsächlich gerundet ist. Also der korrekte tatsächliche Wert ist hier unsere 1,8 Periode. Ja, oder auch das hier, das funktioniert auch. Gut, eine machen wir noch. Was nehmen wir? Jetzt nehmen wir mal 17. 93. heißt es ja eigentlich. Und auch hier schreibe ich wieder 17. Ich lasse mal noch ein bisschen Platz für unsere Dezimalzahlen Nullen. Ich denke mal, das kommt jetzt gleich noch durch 93. Also auch hier, wie oft passt die 93 in die 17 rein? 0 mal. Und jetzt müsste ich mir hier eigentlich eine 0 runterziehen. Und genau deshalb setze ich hier auch die Kommastelle, weil ich bin ja hier schon fertig mit der Zahl. Das heißt, ich setze hier die 0 dazu. So, und wie oft passt die 93 in die 170? Auf jeden Fall einmal, passt ja auch zweimal.
93, also 9 mal 2 ist ja schon 18, das wäre schon 180, das heißt, es ist auf jeden Fall größer, also passt nur einmal rein. Und, hoppala, Entschuldigung, da ist mir was unter den Stift geraten. Also einmal, 1 mal 93 ist 93 und das voneinander abgezogen ist 77. So, und dann ziehe ich mir wieder eine imaginäre 0 runter. 770, wie oft passt denn die 93 in die 77? Und da müssen wir ein bisschen überlegen. Und ich würde sagen, schauen wir mal, ob das mit 8 funktioniert. 8 mal 93, 3 mal 8 ist 24. 8 mal 9 ist 72. Plus 2 ist 74. So, und das ziehe ich wieder voneinander ab. Bleibt 26 übrig. Oh, Entschuldigung. Das lösche ich nochmal und nehme auch gleich eine andere Farbe. So, das ist 26. Dann ziehe ich mir wieder eine 0 runter. Und wie oft passt die 93 in die 260? Das passt, denke ich, mindestens zweimal rein. 2 mal 93, also erst 2 mal 3 ist 6. Und 2 mal 9 ist 18. So, das voneinander abgezogen ist 74. Und ich ziehe mir die 0 runter und so weiter. Und du siehst schon, da kommt immer was anderes raus. Das heißt, hier oben wird es auch immer weitergehen. Das kannst du jetzt beliebig wiederholen und weiterführen, das Spielen. Also so wie es im Moment ausschaut, würde sich das einfach wiederholen. Und da müsstest du dann auch wissen, auf wie viele Nachkommastellen du genau rechnen sollst. Wir wissen jetzt erstmal, dass 17,93 auf jeden Fall 0,182 ist und dann ging es dann auch noch weiter. Das ist jetzt eine Frage der Zeit, wie viel du da noch investieren willst. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal die Umrechnung von Brüchen in Dezimalzahlen und wir können auch ganz kurz noch den Ausblick machen, wie wäre es denn andersrum von einer Kommastelle oder einer Dezimalzahl in einen Bruch. Nehmen wir mal 0,035. Was ist das als Bruch geschrieben? Also, was du machen kannst, ist einfach, du könntest ja schreiben 0,035. Das ist eigentlich hier, das ist ein Eintel, ein Zehntel, ein Hundertstel, ein Tausendstel. Und du könntest jetzt auch schreiben 35 Tausendstel, ne, weil du hast ja eigentlich gesagt 35 Tausendstel oder 5 Tausendstel und 3 Zehntel, also 3 Hundertstel, also 35 Tausendstel, ist genauso auch als Bruch geschrieben. Könntest du schreiben oder zum Beispiel 0,30, was ist 0, oder 0,030, das mache ich nochmal weg, Entschuldigung, nehme ich noch eine andere Farbe. Zum Beispiel, was ist 0,030? Das wären dann zum Beispiel 0 Zehntel, 3 Hundertstel und 0 Tausendstel oder andersrum auch 30 Tausendstel. Könntest du auch schreiben, 30 Tausendstel. Du könntest aber auch schreiben, Moment mal, die 0, die zählt ja gar nicht. Das ist eigentlich auch genau das Gleiche wie 0,03. Genau, und dann könntest du auch schreiben, das sind ja 3 Hundertstel, also 3 Hundertstel. Ja, das stimmt auch, was du bei Brüchen machen kannst, du kannst immer oben und unten quasi den gleichen Teiler rausnehmen. Das heißt, du könntest hier eigentlich auch die 0 einfach wegstreichen und dann kommt genau das Gleiche raus. Schau, 3 Hundertstel, 3 Hundertstel ist das Gleiche. Was wir vielleicht noch kurz anschauen können, ist hier oben die 35 Tausendstel. Ist es schon, also ist auf jeden Fall korrekt, 0,035 ist 35 Tausendstel, aber kann ich das dann vielleicht noch ein bisschen einfacher schreiben? Und was du machen kannst, ist hier einmal oben und unten, also Zähler und Nenner durch 5 teilen, Zähler durch 5, können wir auch drüber schreiben, durch 5, obwohl, machen wir das mal
durch 5 ist 7 und 1000 durch 5 ist 200. Also 35.000stel ist das gleiche wie 7/200stel. Das heißt, 0,035 ist auch 7/200stel. Stimmt genauso. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen intensiver über Bruchrechnungen und Brüche reden. Das kommt aber auch zu einem späteren Zeitpunkt noch viel, viel intensiver. Das war jetzt erstmal nur ein kurzer Ausblick auf die Umrechnung von Brüchen zu Dezimalzahlen und andersrum. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht und du konntest damit einigermaßen was anfangen. Bis bald. Tschüss.